Hallo? Ich habe SNES-Emulator, GBA-Emulator, ich habe alles drauf. Ja, UT 2004 lief. Und dann kommt Proof of Concept, ich will ein Video machen mit dem Carsten drüber, wie toll das Ding ist. Und jetzt geht's gar nicht rein. Klingt doch schon mal awesome, oder? Jumper E-Pad 6M4. Nicht das stärkste, nicht das schwächste. Was haben wir auf der Verpackung? QR-Code und Chinesisch. Pack ich doch mal aus, oder? Das hat sich nach Pappe angehört. Das ist ein bisschen verschmiert von mir, aber es ist egal. Das hier, meine Freunde, ist ein Tablet. Ist quasi das chinesische Pendant zu einem Surface-Tab. Standfuß, zwei Einstellungen, eine lame, eine okay. Dieses Teil haben wir uns gekauft, beziehungsweise wollten wir haben von Banggood.com, weil wir uns gedacht haben, hey, was gibt's für schöne Tablet, beziehungsweise Laptop-Alternativen, also auf dem Markt, die günstig sind, aber vielleicht auch was leisten können oder auch nichts leisten können. Ich hab's gekauft und es war scheiße. Und jetzt geht's gar nicht rein. Ja, gut. Alex, was ist jetzt? Ja, wollt ihr die Wahrheit, die ungeschminkte Wahrheit? Dieses tolle Surface-Tab-Dingsbums, ich wollte darüber stolz erzählen, wie ich das geprügelt habe und geknechtet habe und das BIOS gemoddet und Gas gegeben habe. Am Anfang war es kaum zu benutzen, also wirklich gar nicht kaum benutzbar. Dann bin ich ins BIOS, habe den RAM von 1066 MHz auf 1600 MHz getaktet, die Timings angezogen, ich habe ihn overclockt, ich habe den BLCK angehoben, ich habe Throttle Stop installiert, um die Drosselung auszuschalten, ich habe Windows getuned, was ich nicht alles an der Kiste gemacht habe, dass er funktioniert, aber jetzt geht's nicht mehr an. Ich habe nichts kaputt gemacht. Das hat super funktioniert. Ich habe es jetzt bloß einfach mal eine Woche ausgeschaltet liegen lassen, wollte jetzt wieder einschalten. UT 2004 läuft da drauf mit 60 FPS flüssig. Warcraft 3 läuft mit 40 FPS flüssig. Und es sollte es auf einem Tablet mit Windows 10 gar nicht können. Und es kann so viele tolle Sachen. Und ich habe sogar Need for Speed Underground gespielt mit 60 FPS. Ne? Weil ich eine Switch-Alternative, Dingsbums mit Touch und allem und Windows Store und diese ganzen Mobile-Games und Schrifterkennung. Dafür ist so ein Stift dabei, um es meiner Freundin zu schenken, so ein mobiles Tablet für die Uni, weißt du? Und dann kommt Proof of Concept. Ich will ein Video machen mit dem Carsten drüber, wie toll das Ding ist. Das können wir jetzt auch knicken. Also theoretisch, ich werde jetzt Banggood nochmal anschreiben, ob sie uns das Gerät austauschen. Das Ding hat HDMI-Out, Micro-SD, USB 3.0, hat also ein normales USB. Hier ist das Leute hier. Hat Audio-Out, hat Kamera hinten, hat Kamera vorne. Selfie-Webcam reicht auch, kannst du halten, ist wunderschön. Tablet Touch funktioniert klasse und ist aus Metall und es ist wertig und es ist toll. Das hätte gekostet ungefähr 180 Euro. Und das sind 4 GB RAM verbaut. 64 GB Festplattenspeicher. Und dann kannst du noch erweitern hier mit SD-Karten-Slot 256 GB draufprügeln. Zocken, arbeiten, Filme gucken, Uni, Bus, alles möglich. Meinst du, wir kriegen ein neues und dann kann ich das Ganze nachreichen? Oder? Also ich habe keine Ahnung, warum das jetzt nicht geht. Vielleicht ist der Lithium-Ionen-Akku defekt oder warum auch immer. Das war ein Kampf mit dem Tablet. Das glaubt kein Mensch. Erst hat es funktioniert, dann hat es wieder nicht funktioniert, dann hat es wieder funktioniert, dann hat es wieder nicht funktioniert. Jetzt habe ich es endlich wieder zum Laufen bekommen. Und jetzt machen wir mal einen kurzen. Das ist Unreal Tournament. Und es funktioniert. Mit einer Hand OT spielen ist scheiße. Spielbar. On the go, eine Runde OT. Und das sogar im Tablet-Modus. Ja, naja, das Spiel ist, glaube ich, nicht dafür ausgelegt. Tablet-Modus, OT. Läuft. Und wir haben konstante 40 FPS in Warcraft 3. Vorher hatten wir 23. Ich weiß nicht, ob man das richtig sehen kann. Was ich schon nicht schlecht finde, das macht das Ganze auf Full HD sogar spielbar. Auf dem Atom Z3850. So, die Werte waren natürlich nicht hundertprozentig repräsentativ, weil im Hintergrund Windows meint, es muss Update machen und es braucht noch lange. Kack Windows! Ich habe es natürlich vorher vor dem Windows-Update auch schon getestet. Bei Full HD ungefähr zwischen 50 und 60 FPS auf einem Tablet. Auf einem Tablet. Gut, LOL sollte damit auch spielbar sein, so 40, 50 FPS und andere Spiele, leichtere Spiele, sagen wir Counter-Strike Source, sollten auf jeden Fall machbar sein. Ich bin überrascht. Ich habe natürlich die RAM-Timings angezogen, wie ich es im Video zur Latenz gegen Frequenz erklärt habe. Und natürlich habe ich versucht, den RAM ein bisschen zu overclocken, den Prozessor mit Park Control und unserem Tuning Pack noch ein bisschen hochgeprügelt. Und da sind ganz respektable Ergebnisse drin. Gut, der Akku hält jetzt nur noch eine Stunde, wenn man den so betreibt, aber machbar. Und sonst würde ich sagen, kann man das Ding empfehlen, wenn es läuft. Ich hoffe, jetzt hält es diesmal durch, ne? Es war irgendein Problem mit dem Akku.
Tiefenentladung oder Überladen, ich kann es nicht sagen. Trotzdem eigentlich ein sehr geiles Gerät. Bestimmt wird sich Sassi ziemlich freuen, wenn das unter dem Weihnachtsbaum liegt dann. Null FPS. Null. Was meinst du, Bruder? Counter-Strike ist das Beste. Da habt ihr's. UT ist das Beste. Das ist Counter-Strike? Nein. Okay, Mann. Warcraft 3 ist das Beste. Ja, ich hab's verstanden, Bruder. Alles cool.